Die Wobau Wismar präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps auf Wismar TV. Ihr Zuhause in Wismar. Gut und sicher wohnen. Andreas Pasternak und die Swinging Seagulls sind bekannte Musiker, die erst seit 2016 zusammenspielen. Sie sind langjährig in verschiedenen Formationen auf nationalen und internationalen Bühnen aufgetreten. Sie spielen bekannte Jazzstücke, die durch einige Arrangements raffiniert bearbeitet wurden. Die Band widmet sich dem Swing und der frühen Jazzmusik der 20er und 30er Jahre. Konzertkarten für den Nachmittag müssen im Vorverkauf erworben werden, da es keine Tageskarten geben wird. Die Karten können zu den Öffnungszeiten des Kunstvereins Willigrad abgeholt werden. Das Konzert ist im Freien geplant. Sollte es regnen, wird die Veranstaltung im Innenraum stattfinden. Dann brauchen Konzertbesucher einen tagesaktuellen Test oder müssen geimpft sein. Die Testpflicht im Freien entfällt. Hochkarätige Gitarrenmusik und Gesang stehen auf dem Programm, auf die Bühne gebracht von den beiden Gitarristen und dem Sänger der Gruppe. Die Musiker standen schon mit und für viele Top-Acts auf der Bühne dieser Welt, zum Beispiel mit ZZ Top, Deep Purple oder Canned Head. Das Programm der Band ist eine kleine, kurzweilige Reise durch die Geschichte des Blues- und Rockmusik mit vielen spannenden Anekdoten, Musik auch zum Träumen und Gitarrenarbeit zum Staunen. Nach langem Hoffen und Bangen ist es endlich soweit. Captain Flint segelt in seine neuen Abenteuer. Ein Königreich vor dem Wind. Auf dem Gelände des Piraten-Action-Open-Air-Theater Grevesmühlen sind vom 23. Juli bis 18. September wieder spannende Vorstellungen zu erleben. Immer dienstags bis samstags um 19.30 Uhr und sonntags um 16 Uhr. Reservierungen sind unter der eingeblendeten Telefonnummer möglich. Die Wobau Wismar präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps auf Wismar TV. Ihr Zuhause in Wismar. Gut und sicher wohnen.